Ja. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Jetzt mal mit der linken Hand, weil ich die rechte gerade voll zum Ballern brauche. Vom Rattern mal, der zum Rattern. Der hat da ganz woanders die Hand. Herzlich willkommen. Crazy, ich verstehe dich übrigens nicht. Es ist viel zu laut. Wenn du irgendwas erzählst, ich höre dich eh nicht. Lass ich noch, darfst du den Zuschauern noch Hallo sagen? Oder hast du das schon? Ey, muss mich konzentrieren. Das Auto fährt sich doch anders. So, jetzt bleib ich auch kurz stehen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. So, noch weitere Folge Borderlands 2. Davon und Icke haben uns kurz unterhalten. Also nicht wundern, wir müssen uns echt konzentrieren bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es an Alter liegt oder weil wir das Spiel einfach nicht können, weil es zu schnell für uns ist. Deswegen nicht wundern, wir versprechen jetzt nicht mehr, dass wir mehr quatschen, sondern es wird. Es bleibt so. Hoppala. Alter, warum muss ich echt dran gewöhnen? Ja, wir haben die Rollen getäuscht, wie ihr gerade gesehen habt. Warum man so beschissen fährt, Leute? Es liegt daran, dass du mit der Maus wirklich hier steuerst und nicht mit links und rechts. Hat dir meine Rede gefallen? Ich bin mal ganz prollig, bin ich. Im letzten Teil habe ich. Boah, Alter, rückwärts fahren ist ja richtig scheiße. Nee, pack's. Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen. Ja, und er meckert über meine Fahrkünste. Ey, komm, mein Fahrquai. Leute, guckt euch Fahrquai an. Und dann könnt ihr mal in die Comments reinschreiben, wer der bessere Fahrer ist. Ist auch so total geil eigentlich, ne? Wir quatschen eigentlich gerade, ne? Und der da oben hat so uns so zugelabert, gerade hat uns gar nicht interessiert. Jetzt müssen wir übrigens rein. Ja, die soll uns hier reinlassen. So. Komm rein hier. So. Sanctuary, auf nach Pandora. Also, wir gehen in 1 und go. Die Waffe sieht cool aus, die sich hier bei mir so ein bisschen hier ruckelt, gerade dreht. Hast es nach Banditen City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Schwierig. Kann ich nicht zuordnen, die auf jeden Fall die Stimme. Lieutenant Davis! Oh, der lebt wieder. Hat er ausgeschlafen? Ja, der hat ausgenüchtert wahrscheinlich. Wo bist du, Alter? Der, von dem Commander Roland gesprochen hat, derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Ja. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Wie? Was ist das? Ab da. Wow. Müssen wir noch installieren. Ach so. Du hast nur aufgemacht. Ich habe ihn Rennie steckt. Ach so. Nee, ich habe aufgemacht. Ja. Ich habe Rennie steckt. Boah, so. Guck mal hier, was ist das denn? In Deutschland? So, was ist das? Ach so, wieder reden. Ah, okay. Gut, das sollte ein oder zwei Tage haben. Ah, komm, gib. Oh. Sollte uns Infos bringen, wie man Jack neue Waffen, neue Waffen, neue Waffen. Ist, brauchen wir deine Hilfe. Na, Errungenschaft. Sprich mit Private Chester beim Tor. Er wird dich in die Stadt. Jetzt haben wir wieder hier eine Shotgun, Chester, Alter. Steh gefälligst gerade. Ein Kammerjäger ist unterwegs zu dir. Oh, da gibt's viele Aufträge, würde ich mal sagen. Da sind mich jetzt schon ja, ich hab's gesehen. Und was, wieso hast du eine Waffe gekriegt? Ich mit ihnen quatschen? Nö. Also bei mir steht Reden, aber ich kann hier E drücken, wie ich will. Interessiert ihr nicht. Möchte ich erschießen? Nee. Gut, die Waffe ist aber beschissener als die beiden, die ich habe. Ein Hyperion Moonshot Blitz. Was, Beschuss? Ohne diesen frischen Kern von dir hätten die Mörser den Schild glatt durchschlagen. Alter, der Ding schießt. Was ist das? Ich werde das böse. Was ist scheiße? Danke sehr. Stets wachsam sein. Sehr erfreut. War jetzt hier drin, Alter? Das war so ein Ding jetzt hier. Ist mir ja, macht doch das Tor eigentlich mal auf. Muss mit ihr reden. Oder? Ja, ich hab dir bestimmt sehr schon fünfmal drauf gedrückt mit E. Es ist mir eine Ehre, Kammerjäger. Trifft den Wächter am Tor. War ich da gerade? Stets wachsam sein. Sir Schreck-Schreck-Man, ist mir eine Ehre. Kammerjäger, wir werden siegen. Das Spiel noch Max.
Der Widerstand braucht schon lange jemanden wie dich. Alter, ich drücke gerade. Warum lässt du uns nicht rein? Hell? Aber das ist doch hier. Hä? Zeigt doch an hier. Ah, jetzt. Okay. Wir mussten noch mal drauf. Warum kommst du jetzt rein und ich nicht? Na, dann geh weg. Alter, sonst meckerst du wieder hier, dass du keine Munition hast. Scheiße, Ich hab keine Mist. Ich doch. Roland braucht deine Hilfe. Hat die Scheiße gesagt? Also, du darfst doch hier keine Scheiße sagen. Aber darf man im Internet Scheiße sagen? Also, ich glaube, Scheiße darf man sagen. Guckt euch Scharmütze an. Nein. Da wisst ihr, was, von, was man nicht mehr sagen darf. Ist er sonst jetzt zu Hause? Also. Okay. Ich bin hier, oh Gott, ich bin müde. Oh, Kacke! Hey, auf, du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Guck mal auf seine Mütze, Alter. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Ja? Entschuldigung, Leute, Cappy heißt es. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Moment! Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Ha, du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Okay. Wer ist mit den anderen Quests? Kann über die Kante hier nicht drüber laufen. Kannst du das auch nicht? Was? Jetzt hier rüber? Wenn ich das mache? Bleib hier hängen. Ich komme hier nicht weiter. Du hast ja auch kleine Watscheldinger an, Alter. Du, ich kann hier echt nicht rüberlaufen. Ich kann halt nicht rüberlaufen. Das ist ein Scheiß. Sehr schön. So. Oh, eine Granate. Die kann ich gebrauchen. Wie siehst du denn aus? Boah, hier kann man hier sogar loot. Entschuldigung, wenn ich das hier alles loote, aber. So, man kann mit dir reden. Mit dem könnte man reden. Okay, sprich mit dem örtlichen Mechaniker. Na, das ist ja Scooter. Aber wir schauen hier erstmal, oder? Ich bin schon drin, Heike, gesagt. Naja, hier bei Scooter ich selber. Ich gesagt, erstmal die Quest hier drinnen annehmen. Oder gucken und Quest drinnen annehmen. Naja, du hast mit Scooter jetzt aber nicht geredet, oder? Nein. Ich hab zwar keine Ahnung, wo du langläufst. Ich bin eingetroffen, ja auch. Und nun ist das halt alles hier für mich, was ich hier finde. Achtung, Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Das Banditennest Sanctuary wurde durch interne Machtkämpfe und durch die Stärke der edlen Hyperion-Streitkräfte so gut wie ausgelöscht. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ja, hier ist ein Hostel, aber man kann hier nicht rennen. Okay. Ob die ging? So. Ah, oh, hier kommen wir noch. Okay. Okay. Gut. Oh, ich bin zu Hause. Ich bleib hier. Ich hab meine. Die Crimson Ampel Raiders haben mich gerettet, als Jax Sheldon meine Stadt gestürmt haben. Wie schön, dich wiederzusehen. Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Sutherland verlassen, mich wieder der Arbeit an meinem Almanach widmen. Würdest du nicht morgen. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Klar, annehmen. Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Mal da hinten in der Ecke noch ehen. Was hab ich denn hier alles für Waffen? Ganz. Einfach nur ganz oder gar nicht. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Ja. Das funktioniert nicht. Kein ich bin denn nicht in der Stadt zum Looten hier. Die Stimme kennt man auch. Oh! Das geht doch! Warum? Freund, wenn du woanders einkaufst,
lass ich dich töten. Kein Geld zurück, okay. Lass ich dich töten. Töten, töten. Hey, denn? Kammerjäger, wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, was ist das denn? Solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen, findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliban-Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir haben schon eigentlich gute Waffen, Alter. Wir sehen uns also auf dem Schießstand. So ist alles voll, okay. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe, hä? Hm. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür okay, hier ist wieder irgendwas. Gehe zum Schießstand. Achso, ich müsste hier schießen. Wollen wir zusammen schießen? Ja, warte, ich habe erstmal hier ein paar Waffen noch verkauft. Das kann ich so auch noch verkaufen. Achso, ich dachte, das machen wir in Off. Achso, du, sieh doch, Kinder, wir sehen alle deine Aufnahmen. Oh, Entschuldigung. Okay. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Dr. Z. Alter. Juno, hast du noch Harin? Gut, hast du mit den Leuten hier auch irgendwo geredet? Ich hab alles, was erstmal hier an Quests gab, bin ich erstmal hingelaufen. Okay, und du hast sie auch angequatscht an die Boys. Ja. Okay. Dann mache ich das ja auch mit dem Typen, den wir hier gerade hatten, ne? Ich hoffe, du bist geimpft. So, wir sind jetzt hier in der Sanctuary. Können wir hier raus? Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung. Okay, was war denn das Neue jetzt hier eigentlich? Ich hab bis keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Warte, ja, warte. Ja, warte. Was? Q einkaufen? Achso, ich kann bei dir auch einkaufen. Keine neuen Jobs. Achso, das ist das Gleiche. Okay, nee. Aber der hat aber gar nichts für mich hier gerade. Oh, hier ist ein Patient. Den kann ich töten, den Patienten. Das ist ja eigentlich auch geil. Okay, aber lassen wir mal am Leben. Dann werden wir ein paar Experimente machen. Ja, dann, keine Ahnung. Starte, was auch immer du da starten willst. Ich weiß nicht, ob ich das hier alleine machen kann oder nicht. Ich laufe jetzt dann einfach darin. Achso, das schießt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wir sind gefühlt irgendwie 30 Kilometer auseinander. Ich laufe mal irgendwie in deine Richtung. Du bist Lamm noch nicht mal auf der Ebene. Gegen Fleisch, aber gegen Alter, da lebt Leute! Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill Alter. Das Imperialistenschwein! Wie ein Skagsteak! Soll ich denn grillen? Ich hab doch keine Feuerwehr. Verbrenne, da steht Verbrenne. Hast du eine Feuerwaffe oder sowas? Was, was Feuer macht? Nö. Welche Granate? Zu nah. Nein! Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Was hat denn der hier für Waffen? Hier, der hat doch irgend so ein Explosivding hier. 26, das ist gar nicht so schlecht. Was macht denn das? Ich kauf die mal. Was macht denn diese Waffe? Ich hasse Kopfrechnen. Scheiße, ich hätte die, glaube ich, gar nicht kaufen müssen. Was ist das für eine Waffe? Okay. Ist das wieder so ein Rätsel-Ding oder was? Okay, warte mal. Es gibt ja noch eine andere Waffe, die wir hier irgendwie haben. Ist ja vielleicht die? Wir haben doch keine Waffen. Ja. Doch, siehst du? Haben wir. Okay. Gut, dann. Oh, wir kriegen eine Belohnung, Erfahrung, Zeug. Nächste Aufgabe, Schock. Haben dieser wir irgendwas mit Schock? Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage mit Schock haben wir, glaube ich, nichts. Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerständler. Ach doch, guck mal, der zeigt doch mal hier an den Missionswaffe, Rucksack. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer okay. Mit einer Schrottwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. 19?
Okay, wir müssen da Tatsache. Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? Ich muss gestehen, ich liebe Korrosion. Schon gemacht, ja, aber. Ja. Jetzt testen wir mal diese Nutzen. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Slag ist etwas komplizierter. Ja, schieße mal. Tja, jetzt wo er geslaggt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Ein bisschen schwerer. Für vollen Schaden solltest du auf eine andere Waffe wechseln, nachdem dein Feind geslaggt wurde. Aber macht das ja alle. Ich sammle. Kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Okay. Fertig. Das war's. Okay. Also solche Waffen sind vielleicht echt gut, ne? Ich glaube, die brauchen wir auch definitiv im späteren Spielverlauf, dass wir nicht mehr nur auf Schaden gehen, oh, sondern dass wir niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wirklich Tatsache. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. So. Bis bald, mein Freund. Wenn Was sagt du die Zeit? Einkaufst, lass ich dich oh, jetzt ist scheiße, schon mal 16 Minuten vergangen. Auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Okay. Wollen wir mal eine Quest anfangen, bevor ich dann wieder in die Stadt zurückkehre und verkaufe? Ja, ja. Gucken mal, ja, was wollen wir machen? Ist so viel Auswahl gerade. Doch, sprich mit dem örtlichen Kaniker. Okay, ah ja, bestimmt. Ich hab vorhin versucht zu gucken, ob auf der Karte, ob man sich was anderes anzeigen lassen kann, aber habe ich jetzt nicht rausfinden können. Hm. Wird er wahrscheinlich, wenn wir rausfahren. Bist du uns bei der Sache mit Roland? Ja, schauen wir mal. Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Wow, okay. Nehme ich. Das hast du aus deiner Hosentasche rausgenommen. Okay. Nimm die Treibstoffzellen auf. Okay. Das ist ein Pfeil nach oben. Also, ich schätze mal oben. Hier euer Daumen, Leute. Nicht vergessen. Oh. Und ein Pfeil nach unten. Das wollen wir bitte nicht. Hast du die? Okay. Gehen wir du hast eine von zwei. Schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. So. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Okay. Okay. Baue nicht drüber nachdenken. Ein guter Plan B. Ich ein bisschen Schiss vor denen, ne? Bisschen. Banditen von Sanctuary, wie ich wird das euch in eure Stadt genommen? Oh, hin zum Jack, Mann. Einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, ah, okay. Niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuholen. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Ja, das lässt sehen. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Achso, ich muss ja noch einen auf den Schwarzmarkt kaufen. Ah, guck mal, Leute, jetzt kann ich hier auch rennen. Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Der kann wirklich eigentlich zugehört. Ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Ich brauch nichts kaufen, du Sacknase. Bei mir ist alles voll. Den bringe ich um. Doch, höchstens Granaten. Wo waren Granaten? Erhöht dauerhaft die Anzahl von Objekten, die du im Safe ablegen kannst. Aha. Erhöht dauerhaft die Menge an Assault Rifle Munition. Okay. Ach du Scheiße. Ach so. Ach du Scheiße. Rucksack Upgrade. Erhöht die dauerhaft die Anzahl von Objekten, 60. die du deinem Rucksack mitführen kannst. Ah, du kannst hier deine. Okay, jetzt musst du auswählen, was du für Waffen. Okay, also ich. Achso, okay.
Oh, Leute, da müssen wir uns jetzt irgendwie durchfummeln. Aua, ich muss mal kurz hinsetzen. Ah, okay. Wie viel habe ich denn noch? Kostet das jetzt 1 oder ich habe noch 8? Ja, auf der Anzahl von Granaten. Fuck, jetzt habe ich nur noch 1 so ein Ding. Aber gut, dafür habe ich jetzt Sniper-Munition jetzt vergrößert. Achso, was kostet denn das hier? Achso, das kostet 4 und ich habe noch 5. Okay, ich habe auf jeden Fall den Rucksackplatz schon mal erhöht. Das habe ich gemacht. Ich kann jetzt 3 Sachen tragen. Was willst du? So. Und Pistol-Munition erhöht dauerhaft die Menge Launcher-Munition, erhöht dauerhaft die Menge Shotgun-Munition. SMG-Munition. Okay, hab ich nicht so genug Geld. Fuck, ich hab zuerst Granaten. Nee, scheiße. Erhöht dauerhaft die Anzahl von Objekten, die du im Safe ablegen kannst. Das weiß ich jetzt nicht, ob das. Oh, Assault-Reife, Granaten, Pistol. Gott, Alter, für was soll ich mich denn hier entscheiden, bitteschön? Ja, für deine Hauptwaffe, was du brauchst. Ich bin Sniper, also halt natürlich die Sniper. Dass ich mehr Sniper-Munition habe. Ich weiß nicht mal, was meine Hauptwaffe ist. Ich habe keine Hauptwaffe. Shotgun ist vielleicht nicht schlecht, aber Shotgun, weiß ich nicht, ob ich so viel Shotgun-Muni mitnehme. Sniper. Shotgun hast du dich immer beschwert. Will ich nicht Shotgun. Welche Munition ist denn hier? Das ist die hier. Assault Rifle ist sozusagen dann meine Munition. Na komm. Springen. Wenn ich jemand frage, das hast du gefunden. Okay. Achso, was ist F? Prüfen? Ah, der macht ja das groß. Komm ja nicht wieder. Okay, gut. Okay, danke. Ja, mache ich nicht. Okay. Jetzt habe ich. Ne, ich habe keinen dritten. Hä? Ich habe da gerade einen dritten Platz gemacht. Habe ich das irgendwie verfeilt gerade? Das nicht. Also, das ist nicht der dritte Ausrüstungsplatz? Ah, scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gekauft habe. Läuft! Verursacht extra explosiven Schaden. Okay. Ja, keine Ahnung, was ich hier gerade gekauft habe. Okay, wo bist du schon wieder hingerannt? Ich warte auf dich. Achso. Ja, sorry, es hat gerade ein bisschen gedauert. Eigentlich, weiß ich gar nicht. Was im Hintergrund bei dir? Ja, hier hat irgendwas gehupt. Du weißt ja, das Berlin hier hupt immer irgendwas. Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Irgendwann oben ist jetzt, sag ich doch. Bei den Lance damals war es nicht. Oh, der Punk hier sitzt trotzdem noch der einzige Mitglied. Hier sitzt ja alle, der geht ja der einzige Mitglied lang. Mist! Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Hä? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Okay. Sprich mit Crimson Raiders. Hier. Komm rein. Gut, ich will jetzt echt kein Spielverderber sein, aber wir haben Folgenpause. Okay. Sorry Leute, ist nicht so viel passiert diesmal, aber dafür wird hoffentlich die nächste Folge wieder spannend. Ja, aber sowas ist ja hier auch interessant. Das ist ja alles so ein bisschen Story und die Stadt ist auf jeden Fall nicht so klein. Ja. Also, ist schon gar nicht so schlecht. Das ist schon ganz cool hier. Deswegen. Da werden wir jetzt im Offscreen allerdings ein bisschen umschauen, damit das für euch nicht zu extrem wird. Aber. Nicht vergessen, Leute, ist ein Daumen hoch, kannst du gleich loben. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Euer Aborin und Crazy Weasel. Zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.